Dazu unseren herzlichen Glückwunsch. An dieser Stelle kommt dann Applaus. Als erstes begrüßen wir den Staffelsieger der Staffel 1. Es ist auch gleichzeitig der Ausrichter der heutigen Landesmeisterschaft. Es ist der erste FC Lok Stendal. Staffelsieger der Staffel 2 wurde der FC Einheit Wernigerode. Ebenfalls ein herzliches Willkommen hier in Stendal. Ebenfalls ein herzliches Willkommen auch dem Staffelsieger der Staffel 3, dem Halleschen FC. Und als vierte Mannschaft begrüßen wir hier in Stendal den Staffelsieger der Staffel 4 und das ist der VfB 1906 Sangerhausen. Herzlich willkommen. Allen Mannschaften wünschen wir einen guten Turnierverlauf. Bevor wir mit dem Turnier beginnen, noch einige Ausführungen zum Turnierverlauf. Gespielt wird nach den Rahmenrichtlinien für Fußballspieler auf dem Kleinfeld. Die Spielwertung erfolgt gemäß § 14 der SPO des FSA. Es spielt jeder gegen jeden. Wir spielen auf zwei Plätzen zeitgleich. Die Spielzeit beträgt für ein Spiel einmal 20 Minuten. Jede Mannschaft stellt sich auf Wechselkleidung ein. Durch den Jugendausschuss des FSA wird eine Turnierleitung eingesetzt. Deren Entscheidungen zum Spielbetrieb sind endgültig. Kampfgericht, Ziegeldorf, Jolke, Rutzig. Soweit zum Verlauf. Jetzt möchte ich noch die beiden Schiedsrichter vorstellen. Die heutigen Spiele werden geleitet vom Sportskamerad Merkel Julius aus Iden und vom Sportskamerad Luis Motiat aus Bismarck. Denke mal, ihr werdet ihre Entscheidung akzeptieren. Auf Meckern und Ellbogen reagieren sie sehr kleinlich. Sollte das alles nicht helfen, gibt es ja die Erziehungsmaßnahmen, Feldverweis auf Seiten, gelbe Karten, rote Karten. Also bitte Fairplay beachten. So, nach dem Turnierende werden wir dann die Siegerehrung durchführen. Als erstes werden wir dann die Staffelsieger auszeichnen und dann kommen wir zur Auszeichnung des Landesmeistertitels. Es gibt 4 Pokale und 4 Urkunden. Denke mal, ihr werdet ihre. Achso, habe ich ja schon. Soweit von mir nun alles gesagt und wir beginnen nun mit der Endrunde. Auf Platz 1 spielen Stendal gegen Wernigerode und auf Platz 2 spielt Halle gegen Sangerhausen. Mit der Nummer 5 Jakob Donner, die Nummer 7 trägt Pascal Abel, die Nummer 8 Janis Lisowski, die Nummer 9 Nikolas Händel, die Nummer 10 Gabriel Badstuber, die Nummer 11 Jeremy Reichert und die Nummer 6 Jutta Geppert. Als Trainer Gegner von Aus Hellstedt. Bitte um Entschuldigung, die Trainer der Betreuer geschrieben sind. Gabriel Schneider mit der Nummer 8 Nick Feuchte. Die Nummer 8, die Nummer 9 hat Florian Wenzel. Die Nummer 7 mit der 11 Hennes Hollo und die Nummer 12 Tom Cedric Hempfler. Als Übungsleiter der Sportfreund Peter Lage, als Betreuer der Sportfreund André Feuchte. Wir gehen dann die Aufstellung von den Halleschen Fußballclub. Mit der Nummer 12 Franz Lose, mit der Nummer 2 Silva Moreno Noah, mit der Nummer 3 Dominik Winkler, die Nummer 4 Lukas.
Andreas Kretz, die Nummer 5 Erik Schmidt, die Nummer 6 von... Nee, Papa, der steht ja gerade beim Mike. Und den ersten FC Lok Stendal mit den gelben Leibchen. Ich nehme auch eine Schiedsrichter-Facebook-Seite ein. Für den nächsten Schiedsrichter. Fertig und ohne. Aber hier, der Spieler, was du denn mal die 5 nach 15 Minuten gekippt haben, warum er immer noch ist. Das war der Vorwart, also. Alter, das ging gar nicht, oder? So, ich hab nur einen Fehler, weil ich hätte den ersten Stück mal sofort zum Überwachen gemacht. Ja. Aber ich glaube, das ist irgendwie, wenn ich das nicht verstanden habe, da hast du aber nicht gesehen, dass er doch so gemacht hat zu dir. Das ist schon gut, und nach seiner Aktion mit draußen, wo er fast an der Linie war, hätte ich ihn glatt rot gezeigt. So, Schiri. Da selber habe ich es ja auch nicht mitgekriegt. Das ist ein Gefühl. Der Schiri hat entschieden und hat er gut gemacht den Tag. Muss ich sagen. Ja. Ich habe schon schlechtere Spiele. Das stimmt, aber nicht von Björn. Hey! So, jetzt! Mensch, Lukas, willst du spielen oder nicht? Junge! Warum, Junge? Das gibt's doch ja nicht. Letztlich ist es doch so, ich habe richtig verstanden, bei so einem Freistoß, wo eine Mauer gestellt werden muss. Aber pfeift doch nicht. Ersten Ball rauszuspielen. Dann habe ich ja verstanden, weil sie alle aufregen, dass das Spiel verlangsamt wird. Ja, wie kann das denn passieren, wenn der Schiri so oder so pfeifen muss? Auch mit oder ohne Schiri. Wo ist denn da die Verlangsamung? Das versteht nicht. Was ist denn los? So sieht das ja auch bei der WM so. Da machen sie auch nur, wenn sie die Mauer stellen wollen, dass sie dann quasi den Rasier schon machen. Aber erstmal liegen bleiben und rollen, ja? Aber dann holt sich wieder, ja? Ja,
Der Blaue hat Hand genommen. Vielleicht hätten sie ein Leibchen anlassen sollen. Kommt doch nicht durch! Schön! Ja. Okay, so. Also im Grunde haben die da Vierer, so ist richtig. Jawohl! Einlaufen! Schießen! Und jetzt schießen! Mensch! Ja, das verstehe ich. Was soll ich los mal in vorne jetzt? Da will man einen. Was die macht? Jawohl! Richtig, kommt schon! Mach doch mal! Bewegung! Komm jetzt! Komm, spielt wieder Fußball! Schieß doch mal! Schieß! Jetzt! Ja, weiter, Jungs! Klasse, komm! Huch, huch, huch! Heute gehen wir
Ja, das ist doch kein Arschloch. Kommt nach vorne! Das ist der Kindergarten.